Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Twitch Swiss Update. Da bei New Star Manager, da dritte Liga, haben wir gewonnen und sind aufgestiegen. Wir sind auch schon mitten in der Saison innen. Hat nur schnell zeigen, wie schön und wie viel Pokal, dass ich schon gewonnen habe. Aber es hat sich einiges da, Wir sind schon beim Spieltag 5 oder 6 und wir führen. Wir sind Spieltag 5 und wir führen wieder mal mit 4 Siegen. Goalverhältnis 11:1. Ich meine, hallo, als frischer Aufsteiger ist das doch mal eine Ansage an die Liga. Gell, liebes Aarau, Kriens, Xamax, Giasso, Schaffhausen und so weiter und so fort. Also, es ist etwas gegangen. Ich habe auch ein bisschen Geld auf der Seite, habe dafür aber auch müssen einen Kredit aufnehmen vom Vorstand und der war dann lang mies gelaunt deswegen gegenüber mir. Habe dann aber ihn jetzt wieder können überzeugen, weil ich Erster bin. Dann habe ich noch einen neuen Sponsor bekommen. Da sieht man es. Twisted Caps, finde ich ein mega cooles Logo. Die Fans sind aber alles andere als glücklich gewesen darüber. Ja. Das T-Shirt, unser Dress haben wir gleich gelassen. Dann haben wir alles so beim Alten gelassen. Da ist eigentlich sonst nicht viel passiert. Da habe ich einen neuen Mitarbeiter bekommen, Fertigkeitstrainer. Da sind wir jetzt überall auf dem Bronzekurs. Das ist wunderbar. Dann hat sich auch noch in unserem Stadion ein bisschen etwas gemacht. Ich habe nämlich hier eine Südtribüne aufgebaut, dass ich ein bisschen mehr Zuschauer haben kann. Wobei ich immer noch nicht sehe, wie viele Zuschauer das ich eigentlich habe. Denn der Trainingsplatz ist noch der gleiche, aber wir haben das Fitnesscenter auf eine Stufe erhöht. Wir sind hier auf dem 2 aktuell. Könnten wir natürlich noch höher tun, aber sonst ist nichts gegangen. Das nächste, was ich eigentlich will, ist hier den Fanshop wieder aufmotzen, dass ich noch mehr Sponsoren kann akquirieren. Ach komm, egal, hauptsächlich Geld reinnehmen. So, jetzt kommen wir aber noch zum Wichtigsten vom Wichtigsten. Wie sieht es aus? Wir spielen als nächstes gegen Kriens auswärts, Winterthur, bla bla bla. Wenn ist der Cup? Nimmt mich Wunder. Ja, das geht ja noch Ewigkeiten, dann gegen Servet. What the? Okay, die sind vorne, hä? Fünfte in der ersten Liga. Eigentlich wollte ich nicht aufsteigen, weil mein Team ist noch nicht bereit für den Aufstieg. Es hat sich aber wahnsinnig viel geändert. Also ich habe viele Leute verkauft. Ich habe viele Leute gekauft. Neu im Team sind mein Goalie, der Bonz. Dann ist der Echeverria neu dabei bei mir. Der Costello war, der Pitfield war, der Manz war. Der Beiwater könnte ich jetzt verkaufen, wollte ich aber eigentlich nicht. Kann ich auch nicht, weil ich sonst zu wenig Spieler habe. Der Welles war noch vom alten Team, der Veloso war. Dafür ist irgendein anderer Goalie gegangen, der Hohn war. Der Stokes ist dazugekommen, hat sich aber gerade im ersten Spiel sogar, glaube ich, verletzt. Ja, der McCoy war, hat sich aber gesteigert. Der Davis war, hat sich ein bisschen gesteigert. Mein Superstar, Starstürmer, der Ellington, musste ich müssen verkaufen, weil der hat einfach Geld gebracht. Dafür habe ich dann den Jerry und den Donovan gekauft im Mittelfeld. Das finde ich eine gute Investition gewesen. Und nein, der Strouds ist im Fall, glaube ich, mein Junior, wie auch der Cadman war. Hä? Kann ich das eigentlich irgendwie nachschauen? Habe ich bei dir da irgendwie die Statistik gesehen? Ja, sehe ich aber irgendwie, wo du herkommst oder wo du gewesen bist vorher? Nein, schade. Ja, no, mach nichts. Auf jeden Fall habe ich den Sharpling verkauft, weil ich den Verteidiger, der hier die Position hat, wo ich nicht mehr weiss, wie er heisst, habe ich für viel Geld verkaufen und habe für die Hälfte vom Geld mir einen besseren Spieler dazugekauft, der eh eigentlich mehr oder weniger Ersatzspieler ist, weil eigentlich spielt der Echeverria hier. Da habe ich nämlich hinten einen Bronze-Club. Also eigentlich, wenn alle fit sind und alle können an ihrer richtigen Position spielen, bin ich auf Bronzekurs so zwischen 20, ja, 25 und 31, 35 da. Das Strouds ist ja ein mega geiler Spieler, habe ich gar nicht gecheckt bis jetzt. Ich habe ein bisschen Mühe mit dem
mit den Leuten, die zweifeln irgendwie alle an meinem Management. Also wir können da schnell durchgehen, der nicht, der ein bisschen, der nicht, der sorgt sich um seine Entwicklung, dann da, ja, okay, du zweifelst leicht. Solange es leicht ist, ist okay, aber da, der Costello zum Beispiel ist schon beunruhigt wegen meinem Management, der Pitfield ist beunruhigt wegen seiner Entwicklung, ja, das... Also, ui, der Welles ist ernsthaft wegen meinem Management. Du willst sogar den Verein wechseln, sehe ich gerade. Ja, mach doch das. Ah, nein, geht ja eben nicht, weil ich sonst zu wenig Spieler habe. Ah, ich könnte einen kaufen. Okay, Welles, du willst gehen. Habe ich jetzt das richtig gesehen? Ja. Wenn ich die schicke, dann könnte ich. Es ist, glaube ich, sogar noch Transfer. Ja, ich habe noch 5 Spielzeit. Dann suchen wir uns einen Verteidiger. Wow, okay. 13.000 habe ich. Das wird aber wahrscheinlich nicht weit länger. Also 20 muss es sicher haben. Also 20 da beim Potenzial, bei der Bewertung. Sonst kommt er mir gar nicht in die Mannschaft. Und am liebsten auch einen grauen. Einen bronzigen natürlich. Da der Parameter. Nein, da. Wow, nein, viel zu alt. Wollte ich nicht. Viel zu alt. Da viel zu alt. Wenn da 19 zu alt. 20 zu alt. 20 zu alt. Da 27 zu alt. 18. Ja, nein, es muss schon über 20 sein. Du. Also. Gut, da sind wir. Oh, wir können uns schon noch etwas teurere Spieler leisten. Oh, 20 CO2 Verteidiger links. Ist das jemand? Sorgt sich wegen seiner Entwicklung. Sio wollte aber nicht abgeben. Okay, schade. Haben wir noch einen anderen? 25, 22 Rappi. Ja, da. CO2, aber. Also ich meine, es wäre eh nur ein Ersatzspieler bei mir. Also entweder muss er mega jung sein oder, wie du, möchte den Verein wechseln. Chiasso, komm, gib den mir mal da in die Auswahl, das ist okay. Und was könnten wir uns noch kaufen? Da einer von Wolle, gut, der ist 19 mit 17. Ich mache einen neuen Profi. Wow, plus 20% geht's noch? Sicher nicht. Denn was haben wir noch zur Auswahl? Einer von den Old Boys? Ich weiß nicht. Also wenn, dann müsstest du Verteidigung links, rechts und Zentrum sein, weil jemand von den Old Boys in meinem Team, ja, bin ich jetzt also nicht so überzeugt. Oh, da, aber du bist nur ein Linker. Ah, das ist schade. Verteidigung. Warte schon, wenn ich da mache, links, rechts, Zentrum, wie sieht es denn da aus? Mit 32, 19.000, das kann ich mir eh nicht leisten. Da, 19. Ah, aber du bist einfach sehr schlecht, sehr schlecht. Oh, Wollen ist froh über einen Verkauf. Wir nehmen dich gleich mal rein, Bowater. Und schauen, also 16 ist zwar huere schlecht. Gut, immer noch besser als der Welles. Und der Welles will ja gehen. Also du siehst, es läuft etwas, es geht etwas. Ich will eigentlich gar nicht lange rumschwätzen. Wenn wir noch etwas über die Statistiken schauen, da Daten, Besucherzahlen würden mich noch interessieren. 913, ja, okay. Wie viel haben wir da gemacht? Ja, auch ein bisschen etwas. Der Preis war immer gleich gewesen, genau. Beziehungen sind am steigen. Der Kaderwert, der wird... Kaderbewertung ist so, Kaderenergie ist halt immer ein bisschen schlecht, Kaderzufriedenheit ist auch nicht schlecht. Wo war der Kaderwert? Da, zuunterst. Okay, wir haben einiges angegeben. Die Einnahmen sind auch aufgegangen. Ja, wunderbar. Ja, also, Mittwoch wieder. 22.00, wobei es nächste Mittwoch, weiß ich nicht. Vielleicht schon, vielleicht nicht. Wir werden es sehen. Wenn du willst, up to date sein, schau doch auf Twitter. Dort bin ich einfach immer aktuell, wenn etwas am Laufen ist. GameRocker.lp. Würde mich freuen. Auch über einen Kommentar oder auch sonst über einen Daumen und so. In diesem Sinn. Cheers.